Schlau mal. Hallo. Ich bin's, Raute. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ihr ahnt schon, worum es heute geht. Um den schnellsten, leckersten und einfachsten Kuchen der Welt. Ganz unabhängig, ob roh oder nicht. Ich hatte jetzt gestern ein paar Kilo Blaubeeren geschickt bekommen von deutschen Auswanderern, die irgendwie nach Südspanien gezogen sind und da so Gemüse und Obst und so anbauen. Blaubeeren haben diese großartige Eigenschaft, die haben so viel Pektin, dass man die einfach nur in den Mixer tun muss. Vielleicht die Gewürze dazu, wo man lustig so ist. Also ich habe zum Beispiel ein bisschen Pfefferminze reingetan und wer mag, süßt es vielleicht noch nach oder macht Vanille oder Zimt oder was. Ich brauche das jetzt nicht, das Süße, ich mag das auch so. So, einfach in den Mixer und dann in eine Form und dann sieht es tatsächlich so aus. So, ich zeige das mal. So, dann steht es, ist es wirklich total stichfest. Und man kann es jetzt einfach so in Form gießen. Ich habe hier jetzt einen Schokoladenboden drunter gemacht, also einfach die Form und dann, naja, ihr seht das gleich. Ich zeige euch das gleich einfach mal, ist vielleicht am besten. Naja, dadurch, dass es ja wirklich nur gemixt wird, sind eben auch noch alle Vitamine, alle Eiweiß, ist ja Blaubeeren, ist ja hocheiweißhaltig, drin und ja, macht keine Mühe, kostet nichts und es kann vor allem nichts schief gehen. So, das ist jetzt der schnellste Kuchen, vermute ich mal, der schnellste Kuchen der Welt. Ich finde auch, erzählst du den leckersten. Also wir machen jetzt was ganz, ganz Kompliziertes, das kann nicht jeder, guck ganz genau hin, wir nehmen nämlich diese Blaubeeren. Und jetzt kommt das Komplizierteste an diesem Kuchen, ab in den Mixer. Ich habe in meinem Garten wächst bereits Pfefferminze und ich finde es eine ganz schöne Mischung, so ein bisschen Pfefferminze und Blaubeere. Wer das noch ein bisschen fruchtiger will, so ein ganz kleines Häppchen Zitrone, das reicht schon. Vielleicht mögt ihr es ja ein bisschen süßer, also ganz kleines bisschen Jakansirup. Ist alles nicht nötig, weil ich esse es zum Beispiel ganz so nur. So, und jetzt kommt dieser wahnsinnig komplizierte Teil. Und man mag es nicht glauben, an sich ist der Kuchen jetzt schon fertig. Jetzt müssen wir nur gucken, wo tun wir ihn rein. Wieso ist er jetzt fertig? Weil die Blaubeere eine unfassbar große Menge an Pektin hat. Das heißt, die braucht jetzt überhaupt gar nichts, um fest zu werden. Außer, keine Ahnung, 20 Minuten Kühlschrank. Das heißt, wenn eure Tante plötzlich zu Besuch kommt und ihr denkt, was mache ich jetzt? Dann macht ihr das jetzt einfach mal schnell. Ihr habt gesehen hier, ich habe von meinen Rosinenschnitten, Raute Hesse Rosinenschnitten, die habe ich mir jetzt gerade klein geschnitten. Das ist eine Möglichkeit, nur um das zu zeigen. Könnt ihr euch in meinem Shop kaufen, wenn ihr wollt. Ansonsten, so, er fängt jetzt schon an zu dicken. Seht ihr das? Weil das ist die Blaubeere, die dickt einfach. Die muss jetzt nichts mehr tun, der Kuchen ist quasi fertig. Die kommt jetzt in den Kühlschrank und ist dann fertig. Zauber, oh Zauber, kommt dann noch eine aus dem Kühlschrank. Die habe ich schon mal fertig gemacht. Hier oben habe ich einfach so ein bisschen Schokolade aufgelöst, seht ihr hier. Ne? Und hier so ein bisschen wild drauf gemacht und das ist dann wirklich der fertige Kuchen. Ist das unglaublich? Ich weiß nicht, ob es überhaupt 5 Minuten waren. Oder ich habe den hier einfach mal so gemacht, also diese Blaubeergeschichte und obendrauf dann die Schokolade und die ist jetzt der Boden. Ne? Also jetzt ist die Schokolade einfach der Boden und jetzt geht er hin, schneidet das auf und esst es. Und vielleicht noch ein bisschen Deko hier, Kokosdeko oder Blaubeerdeko, was euch so einfällt. Auch die ganze Sache hat jetzt wie viele Minuten gedauert? Hier auch nochmal. Jetzt habe ich hier gerade keinen schönen Teller. Aber ich glaube, ihr werdet damit leben, wenn ich es hier aufs Brett tue. Hier ist also die Schokolade einfach wüst drauf. Ne? Das habe ich hier so drauf gegossen. Zack. Wenn ihr euch fragt, ja, wo kriege ich denn diese Formen? Ich kaufe ja alles bei eBay. Ich habe extra mal geguckt, auch diese Form, die jetzt im Kühlschrank ist. Ich habe eingegeben, Kuchenformen Edelstahl. Da kamen die. So, und jetzt haben wir hier, seht ihr, der Boden ist wirklich nur aus Schokolade. Hält aber schön fest. Das ist ein total toller Kuchen. Und ist das nur damit ihr jetzt mal seht, wie großartig schnittfest er ist. So, zack, ist jetzt fertig. Ist das toll? Ja, also da sage ich mal, guten Appetit, der schnellste Kuchen der Welt. Und wirklich, er zählt auch zu den leckersten. So, ist jetzt alles fertig. Ich probiere es mal. Wirklich fruchtig und saftig. Und dieser Schokoladenboden drunter. Ist eine große Freude.
Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr von diesen Blitzrezepten sehen möchtet, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonnenten sind mir herzlich willkommen und über Kommentare freue ich mich sowieso und antworte gerne. Und wenn ihr euch für das interessiert, was ich tue oder vielleicht auch in meinem Shop mal stöbern möchtet, ist unten in der Beschreibung ein Link, den könnt ihr anklicken. Und wenn ihr abonniert habt und jedes Mal informiert werden möchtet, wenn ich wieder ein neues Video hochlade, dann aktiviert unten einfach die Glocke. Tschüss!